Ja, hallo und herzlich willkommen bei Resident Evil 2, den Remake 2019. Es geht weiter. Ja, ich habe gerade einen Film entwickelt und da war eine Königsfigur zu sehen. Ich denke mal, da werden wir irgendwann noch Näheres zu erfahren, was auch immer. Guck mal hier, die schönen Blumen. Lauter Kameras. Ein Entwicklungsbüro, ne? Hier können wir unsere Entwicklung steigern. Ja, wir gehen da mal. Ich denke mal nach oben. Wobei wir da hinten noch ein Büro haben. Ich weiß nicht. Ich versuche es einfach mal. Ich gehe da einfach mal rein. Ich habe ein bisschen Panik. Die Kollegen sind hier. Guck mal, der Dicke liegt noch da, ne? Ach, der andere auch. Okay. Die verschwinden also nicht. Okay. Hallo? Guck mal, da ist der Raum, ne? Glaube ich. Es ist zu ruhig. Es ist hier einfach zu ruhig. Es ist hier einfach viel zu ruhig. Komme ich da noch raus? Ich komme noch raus, ne? Okay. Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Flintenmunition, Schießpulver und hochwertiges Schießpulver gelb. Aha. Das ist aber neu, ne? So viel, das mit den Schießpulver herstellen. Mag-Munition. Ist das Magnum? Kann sein, ne? Zweimal hochwertiges Schießpulver gelb. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die richtige Munition erhalten. Hier ist es so ruhig, ne? Hier ist es so ruhig, definitiv. Cool, Munition ist gut. Jojo. Da ist Jojo. Hey, Jojo. Nam, Neil, Elliot. Die wachen da bestimmt gleich auf. Die wachen da bestimmt gleich auf. Und ein Safe. Okay. Der wacht bestimmt gleich auf. Gehe ich jede Wette ein. Na komm, lies doch mal. Das finde ich blöd hier, ne? Einsatzbericht. 28. September, 2:30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Und so viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt. Aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Okay. Elliot Edward. Das ist der Raum, ne? Das ist der verschlossene Raum. Genau. Da saß der. Das ist unser Freund, der, unser Vorgesetzter im Original, hat uns die Keycard gegeben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Welcome, Leon. Ich wusste, dass der aufsteht. Alter, willst du mich verarschen? Alter!
Alter, nimm das, du Idiot. Vollpfosten. Okay, man muss die Kopfschüsse machen. Man muss Kopfschüsse machen. Sonst schafft man es nicht. Gut zu wissen. Man braucht Kopfschüsse, sonst kommt man nicht weit. Das war gut zu testen. Das war jetzt ein paar Schüsse verschwendet, aber... Das waren jetzt ein paar Schüsse, die wir verschwendet haben, aber egal, das war wichtig. Es war wichtig, dass wir das rausfinden. Dass wir definitiv Kopfschüsse brauchen. Welcome, Leon. Also... Aber wir brauchen trotzdem zwei Schuss. Mindestens. Der braucht trotzdem zwei Schuss. Schön wäre... Im Original, wenn die ganz tot sind, also richtig tot, also ne, komplett tot, dann haben die jetzt immer eine Blutlache hinterlassen. Scheinbar. Wir testen noch, ne? Wir testen noch. Nee. Nee. Keine Ahnung. Also im Original haben die eine Blutlache hinterlassen, wenn die ganz tot waren. Marvin Buenes, das ist doch der, ja, unser guter Marvin. Ach, Alter. Was ist denn das? Ach, Alter, du nervst. Du nervst. Alter. Der ist tot. Oh, fick die Hölle, Alter. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, das bin ich, das sind wir. Juhu! Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Was? Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe bedeutet im Grunde darin, sich den Namen ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Gott eine direkte Antwort herauszuholen. In eine Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Ja, merke ich allerdings auch. Also da ist ein Schloss und da ist ein Schloss. Das heißt, was haben wir denn da? Wir haben Marvin, Rita, Marvin, Rita. Ach so, den Namen ist nicht gut rauszuholen. Wir gucken mal eben kurz. Das war der Hinweis darauf, ne? Da, aus ihm ist nichts rauszuholen. Heißt wahrscheinlich Scott. Ne, oder? Aus Gott eine direkte Antwort herauszuholen. Also ist das ein S, was wir reingeben müssen. Wahrscheinlich ist das die Anfangsbuchstaben, ne? M, R, S. Auf dieser Seite. M, R, S. M, R. Hä? Was? Wie? Was? Wie? Hallo? 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 Willst du mich verarschen? MRG. Hä? Was? Wen haben wir denn hier? Ich habe das S gesucht, aber. David? Elliot? Neil? D. D. E. D. E. N. Den. D. E. N. Oder nett. Es geht nur so, ne? Wir haben kein D, also N.
Dann so rum. Wir haben auf der einen Seite keinen anderen Buchstaben, okay. Also nett. Okay, das ist schon mal frei. Erster Einbruch. Perfekt. Gut. Und hier. Moment, nett war wo angefangen? Nett war hier, ne? Nett stand hier. Da müssen wir wahrscheinlich hier gucken. Das war Scott, ne? Das war Scott. Kein richtiger Name zu sehen, ne? Aber Scott muss es sein. Also S. SRM. 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 Also M hier, R und S. SRM. Was? Zum Teufel, Alter. Willst du mich verarschen? Aus dem Scott ist nicht viel rauszuholen. Was heißt denn das? Oder liegt da irgendwo das Schild? Da auf dem Boden. Ach so. Moment mal. Ach so. Das meinen die. G. George. Okay, alles klar. Was meint ihr denn mit dem Hinweis, mit Scott sich viel rauszuholen? Alter, Spiel! Warum ärgerst du mich? Also ein G haben wir. G-R-M. G-R-M. Ich suche hier ein M. G-R-M. Also M. Also hier rum. G-R. G-R-M. Also ein G noch. Oh, Alter. Fick die Hölle. Huch. Erweitertes Magazin für die Mathilda. Unsere gute Freundin. Geil. Leon S. Kennedy. Unser Schreibtisch. Yeah. Wir haben einen Schreibtisch. Ha. Schön. Welcome, Leon. Welcome. Okay, wir gehen mal eben kurz rein. Erweitertes Magazin für unsere Freundin Mathilda. Spezialzubehör. Spezialzubehör für die Mathilda, das die Magazinkapazität auf 24 Personen erhöht und die Nachladedauer verkürzt. Geil. Gefällt mir gut. Mathilda ist jetzt verlängert. Anpassung. Geil. Haha, cool. Gefällt mir gut. Okay, schön. Gut. Ich habe ein bisschen Munition verschwendet hier an den komischen Viechern. Warte mal, da komme ich nicht durch, ne? Das ist da genau dieser Raum, den ich meinte, wo unser Chef eigentlich saß. Ein Pickschlüssel, okay. Ja, genau. Das ist genau der Raum. Haben die umgeändert, die Schweine? Haben die einfach mal so umgeändert? Mann. Mann. So. Da ist ein Safe. Drehen. Okay, wie auch immer man hier dran kommt, ich habe nicht die geleiseste Ahnung. Irgendwo finden wir wohl noch eine Kombination, ne? Wir müssen da wieder mal hier zurückkommen. Spätestens mit dem Pickschlüssel. Ich vermute mal, wir kommen noch mal irgendwann dahin. So, dann müssen wir. Ist ja gut, mein Freund, ist ja gut. Wir müssen nach oben. Das freut mich nicht so sehr. Aber ich glaube, wir müssen es. Wir müssen es tun, ne? Notfalls werden wir mal den Weg nach hinten wieder nehmen und in den Safe-Raum flüchten. Guck mal, genau das. Geil, hier gab es auch eine Sequenz, wenn man hier die Treppen hochging. Hier ist alles jetzt open. Open House sozusagen, ne? Nicht Open World, sondern Open House. 2F. 2F. Wo steht denn hier, wo wir sind? Steht hier irgendwo? Steht hier irgendwo? Steht hier irgendwo was? Ach, da ist, da an der Seite. Da ist, okay. Rechts steht 2F, okay? Da ist die Treppe. Ich hoffe, es ist der Zombie von unten, der da noch so zu hören ist. Nette Bilder. Alles klar. Eine Männertoilette. Alles klar.
Hallo? Ein Um, ach so, ein Umkleideraum. Okay, da komme ich nicht durch. Ich muss wahrscheinlich. Genau. Ich ahne es. Man muss eine Kurbel oder ein Rad haben, ne? Am Rad drehen. Man muss am Rad drehen. Ganz einfach. Warum ich. Oh, du! Willst du mich verarschen? Warum? Warum? So viele Kombinationen. Mann! Oh, guck mal. Ach, das ist ein bisschen blöd hier, ne? Dass man hier immer genau. Mann! X! Flintenmunition. Also nicht Shotgun, sondern Flinte. Okay. Nichts drin. Also der Typ hat sich da drin versteckt. Okay. Tragbarer Tresor. Was heißt denn das schon wieder? Tragbarer Tresor. Inventar öffnen. Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus. Und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Ja, super. Erst rein. Erst rein. Und wie ist die Reihenfolge? Map, 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 map. Map, map. Map, 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 map. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Was ist ja gemein. Das ist ja gemein. Hat man hier keinen Tipp? Gibt's ja keinen Tipp? Alter. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Man kann aber nur einmal eine drücken, okay? Also, man kann nicht zweimal drücken. Ah, zwei habe ich schon. Nein. Oh, das kann aber jetzt ewig dauern. Alter. Oh! Oh Mann, Alter! Also wir haben genau 8 Lampen und 8 Knöpfe. Und alle. Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht zu fassen. Willst mich verarschen? Das ist doch nicht wahr. Was ist das für ein Scheiß? Gibt's da irgendeine Lösung? Nein. Das ist ja horrormäßig. Da gehe ich lieber in einen Raum, wo 100 Zombies drin sind. Als sowas hier. Was, Alter, was? Willst du mich verarschen? Ich meine, wir haben das Gerät dabei. Wir können es jederzeit probieren, ne? Das ist am besten vom Endgegner. Vom letzten Boss stellen wir uns hin, um versuchen, das Rätsel zu lösen. Das wäre genau das Beste. Boss, warte mal eben kurz. Ich habe da noch was zu tun. Warte mal eben kurz. Alter, was soll das? Was soll so etwas? Hallo? Die wissen schon, worauf die tragbar dazu gemacht haben, dazu geschrieben haben. Weil man das mitnehmen kann, damit man immer wieder versuchen kann, das zu öffnen. Weil man irgendwann die Geduld verliert. Könnte es sein, dass das irgendwann mit den Zeichen zu tun hat? Im Uhrzeigersinn vielleicht?
Die Melodie ist gut. Oh, weia. Naja, wir müssen es ja noch nicht machen. Wir haben es ja dabei. Komm. Ich versuche es noch, später nochmal. Notfalls google ich mal ein bisschen und guck mal in die Lösung. Vielleicht gibt es da eine Lösung. Okay, alles klar. Der wacht bestimmt irgendwann auf. Der Kollege hier. Moin. Ich bin wieder da. Ich würde erst einmal den Gegenstand in die Kiste packen. Hä? Ist er jetzt aufgewacht? Guck mal, da ist noch einer. Munition, cool. Habe ich gar nicht gesehen, dass einer liegt. Habe ich gar nicht gesehen. Oh nein, ich hab's gewusst. Alter, willst du mich verarschen? Das ist ein Safe Room, das ist ein Safe Room. Du kommst da nicht rein. Seit wann? Oh, überall Zombies, Alter. Ach Mann. So, wir packen erstmal das weg. Das auch. Und kombinieren. Wie kann ich das jetzt? Achso, ich muss verschiedene Arten haben. Ich muss verschiedene Schießpulverarten haben. Zwei Einheiten, davon kann man kombinieren, um was zu kriegen. Ich brauche also noch eine Einheit. Okay. Oh nein. Hier sind die Zombies da aktiv, echt. Wie sind die hier reingekommen? Wo ist der jetzt? Okay. Man kann die leicht austricksen. Also im Leicht vor allem. Bleib liegen. Bleib liegen. So. Hier war doch irgendwo das Rätsel. Wenn man hier hochkommt, kam dann ein Rätsel, ne? Im Originalversion mit der Statue, ne? Und mit Schiebe. So ein Schieberätsel kam doch. Was haben wir denn hier? Wo eine verschlossene Tür war, die man nie aufkriegte. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ach so, da ist jetzt ein Ausrufezeichen bei einem Spinter. Das heißt, ich muss ja wieder rein. Also Waffe gezückt. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Alter? Da ist irgendwas drin. Wie komme ich jetzt an diese komische Kombination? Alter, willst du mich verarschen? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Weißt du was? Ich guck mal eben kurz rein, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier irgendwie eine Kombination zu suchen. Okay, wo waren wir jetzt? Hier waren wir schon. Mal gucken, ob wir da irgendwas haben. Net haben wir schon. Net MRG. So. Code des tragbaren Tresors. Ach ja. Oh, Information übrigens. Der tragbare Tresor. Ich lese gerade. Da der Code bei jedem Spieler variiert, können wir euch an dieser Stelle leider keine Lösung anbieten. Da hilft nur ausprobieren. Alter. Oh weia. Und dann bekommen wir dann ein Ersatzteil für dieses Tastenfeld im Schließfachraum. Okay. Alles klar. So, wir wollen nochmal weiter. Wir müssen mal eben kurz nach oben. Wo finde ich das denn jetzt hier?
Ich bin mal kurz ruhig und lese noch ein bisschen. Geht sofort weiter. Es geht sofort weiter. Okay, die Polizistin oben an der Treppe haben wir gefunden. Mit Munition. So, das ist das Gas. Da brauchen wir einen roten Griff für, den finden wir aber erst später. Warum habe ich das, bin ich jetzt blöd gewesen oder warum konnte ich das gerade nicht lesen? Oh Mann, Alter. Drehen. Hallo. Kriege ich denn das verfluchte Ding jetzt hier auf? Ist hier irgendein Hinweis? Ich konnte gerade in der Lösung nichts finden. Da muss das Ding dran. Da kommen wir noch nicht hin. Warum auch immer. Stadtbroschüre. Anleitung für tragbaren Tresor. Erinnerungsfoto. Nee. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Wahrscheinlich schon. Kann man hier nicht mehr machen? Hier ist ja nichts. Kaffeeautomat. Hier ist nichts, ne? Hier ist nichts. Da ist ein Tor. Das ist heruntergelassen. Okay. Da geht's auch noch hoch. Alter! Och Mann. Die habe ich gar nicht gesehen, die Treppe. Es geht noch höher. Es geht noch höher. Oh Mann. Ach, du Heimatland. Es geht hier noch. Die Treppe habe ich gar nicht gesehen. Die ist neu. Vorher ging es nicht so hoch. Im Originalspiel ging es nicht noch eine Etage höher. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ah, nee, du. Nee, du, nee, du, nee, du. Also, ganz ehrlich, nee, du. Das ist nicht zu fassen. Oh. Guck mal da. Da steht einer. Überraschung. Überraschung. Noch so ein scheiß Schrank mit so einer komischen Kombination. Obacht, Obacht. Obacht. Hä? Das war der Kopf da. Alter, was? Nein. Der Kopf wird angestrahlt. Ernsthaft? Ah, Halleluja! Der Pickschlüssel. Geil. Wir haben den Pickschlüssel. Cool. Jetzt kriegen wir einige Türen auf. Das ist gut. Das gefällt mir gut. Der Kopf da, Alter. Was?
Also wir haben einiges Binte zu öffnen. Er spinnt ganz schön rum mit uns hier. Was Was zum... zum... Was zum Teufel? Die schönen Blumen hier immer. An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballern durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Ja, wahrscheinlich. Macht das einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss jetzt echt los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Okay, das war. Ja, Lika, die kenne ich noch so gut. Ach je, also ganz langsam vorbei. Solange wir unsere Flinte nicht haben, sollte man diese Dinge auch wirklich, diesen Tipp auch wirklich beherzigen, glaube ich. Oh je. Wir haben einen Pickschlüssel. Und da sind noch ein paar Bretter. Und Schießpulver. Jetzt kann ich doch damit theoretisch ein neues Munitionchen machen, ne? Ich hab's abgelegt. Nein! Nein, ich hab's abgelegt. Ich hab's abgelegt. Okay. Das ist eine Tür, oder? Alter, Bibliothek. Ach, du Heimatland. Worauf lasse ich mich hier ein? Worauf lasse ich mich hier verflucht nochmal ein? Und vor allem, es ist viel zu ruhig hier. Es ist viel zu ruhig. Gürteltasche! Geil! Und weitere. Geil, cool. Geil. Das kommt mir genau gelegen. Trophäe. Quadratschädel. Was? anonyme Notizen. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach untergeht. Ja, ich habe die Dreckschweine in einen mit C4 präparierten Stahlpferch gesperrt. Muss ich nur noch zünden, dann war's das mit denen. Okay. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinnen ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht? Du schreist was von der Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mir, deinen Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle, so gut, dass du sterben musstest. Mann bringt das Spaß, fehlt nur noch Musik. Okay. Der Vollpfosten hier hat irgend. Oh. Alter Schwede. Cool. Wir können jetzt mehr Gegenstände tragen. Das finde ich gut. Das gefällt mir gut. So, hier ist nichts weiter. Können wir denn da irgendwie. Das ist eine Tür, ne? Okay, wir kommen aber da nicht rein, ne? Der hat die Tür. C4 Sprengstoß untersuchen. Ich brauche einen Zünder, ne? Ich muss einen Zünder haben. Ich brauche einen Zünder. Ich brauche eine zündende Idee. Liegt ja irgendwo ein Zünder rum? Ich brauche bestimmt einen Zünder. Oder ein Messer. Messer, ne? Warte mal.
Warte mal kurz. Mit Messer vielleicht? Auch nicht. Weil es hat das. Das ist doch da festgeklebt. Aber ich denke mal, ich baue einen Zünder oder irgendwas. Wo muss ich das drauf schießen? Oh oh. Keine gute Idee, oder? Darauf zu schießen. Vor allem. Leben die dann noch wieder? Leben die dann alle? Wahrscheinlich, ne? Oh oh. Oh oh. Nee. Ich brauche wahrscheinlich irgendwas dafür. Ein paar Schüsse verschwendet, aber egal. Ich musste es rausfinden irgendwie. Oh, da hängt ja noch einer. Ach, fick die Hölle, Alter. Fick die Hölle. Hier muss man mit allem rechnen. Und genau da muss ich jetzt durch, oder was? Bretter habe ich da noch. Ich nehme die mal eben kurz mit. Habe ich ja wieder ein bisschen Platz im Inventario. Moin! Du siehst ganz gut aus. Du siehst echt gut aus. Wir kommen also wieder zurück. Liam, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Okay. Die Bibliothek. Von oben. Oh, Zombies. Natürlich. Natürlich. Fand ich cool gerade. Der PS4-Joypad hat gerade die Funknachricht ausgegeben. Finde ich gut. Warte mal. Mal kurz von hier gucken, wie es ausschaut. Da ist einer. Einer, der gerade Richtung Treppe läuft. Eine. Ich sehe nur eine. Haben wir noch mehr hier? Sind hier noch mehrere? Ah, toll. Astrein. Wir haben zwei. Natürlich. Natürlich haben wir zwei. Was denkst du denn? Komm ich da rüber? Nicht von hier, ne? Okay. Liegt hier noch irgendwas? Nee. Aber schön hier, ne? Das ist alles Museum halt, ne? Kann ich nicht mitnehmen? Nee. Die Blumen, schön. So, ich muss jetzt hin. Wahrscheinlich dadurch, ne? Ach, das könnte die Tür sein. Ist das vielleicht die Tür zur Eingangshalle mit dem Pickschlüssel? Könnte sein, ne? Das könnte sein. Ach du. Alter! Fick die Hölle! Da sind ja noch mehr! Da sind ja noch mehr! Wo kommen die alle her? Oh, komm rein! Tür zu! Es zieht! Okay, das dürfte ein Safe-Raum sein hier, ne? Weil dann, da kann ich ja speichern und ich glaube, Safe-Rooms sind immer sicher. Und da hier in der Eingangshalle einer ist, sollte das sicher sein für mich. Ich gehe dann später nochmal da rein und guck mal, ob ich da noch irgendwas finde. Aber erst einmal sprechen wir mit unserem Vorgesetzten. Die Folge ist auch wieder vorbei, sehe ich gerade. Also wir sprechen kurz mit ihm und dann mache ich mal kurz einen Speicherpunkt. Aber erst einmal lauschen wir. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Okay, wir haben Claire gesehen. Sie lebt noch. Sehr gut. Aber erst einmal bringe ich mal ein paar Gegenstände in die Kiste. Und dann machen wir mal keinen Folgenbreak.
Wir sind so viel unterwegs, so lang unterwegs. So, Schießpulver. Wir können ein bisschen Munition herstellen. Dann mache ich mal erstmal für die Pistole ein bisschen was. Wir haben zwei. Zwei reicht erstmal, glaube ich. Die Bretter packe ich erstmal weg. Das packe ich auch erstmal weg. Den Schlüssel brauchen wir, glaube ich, noch. Den packen wir mal darüber. Dann versuchen wir mal zu kombinieren. Wir kombinieren. Ich kombiniere und erhalte 25 Munition. Geile. Haha, geil. Ja, können wir die jetzt zusammenpacken? Ja! Yeah! Guck mal, uns geht's gut. Uns geht's doch gut. Uns geht's doch gut. Oder nicht? Uns geht's doch gut. Warte mal, apropos Bretter. Ich meine, ich hätte hier auch Bretter übersehen, ne? Da liegen auch noch Bretter. Die wollte ich auch mitnehmen. Damit können wir noch weitere Fenster verbarrikadieren. Ich hätte irgendwo ein Fenster wahrscheinlich damit zumachen müssen. Jetzt habe ich irgendwo wahrscheinlich gleich Pech, dass dann da welche durchbrechen. Na egal, was soll das? So, brechen wir die noch kurz hier rein. Legen wir da kurz hier rein. So. Ich würde vorschlagen, ich mache noch mal eben kurz ein verbessertes Kraut. Einfach so, weil wir es können. So. Okay. Jetzt hat er die kombiniert, die Bretter. Der hat die zusammengesteckt. Okay. Gut, den würde ich mal. Ich packe das trotzdem mal eben. Warte mal. Ein bisschen sortieren. Sortieren geht über Studieren. So, mal ein bisschen ordnen. So, okay. Dann haben wir ein bisschen sortiert, ein bisschen was gemischt. Und dann können wir auch sagen, bis zum nächsten Mal, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich würde vorschlagen, ich gucke vielleicht nochmal kurz da oben vielleicht. In einen Raum, ob da noch irgendwas ist. Oder ich gehe gleich zu Claire, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht, aber wir haben ja auch den Pickschlüssel. Da oben war ja die Tür, da war ja für den Pickschlüssel, ne? Also wir kommen da jetzt durch. Wir werden gleich Claire treffen, auf jeden Fall. In der nächsten Folge werden wir uns mal Claire auf die Suche nach Claire machen. Ob die noch da steht. Können wir sie sehen da auf dem Monitor? Ne, ich sehe gar nichts. Alter, halt durch. Wahrscheinlich müssen wir ihn später erlösen, ne? Na gut, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ein bisschen länger als letztes Mal, aber egal. Wir mussten einfach mal ein bisschen was hier... Ja, ich habe halt ein bisschen Zeit gebraucht, weil ich halt ein bisschen lesen musste. Ich habe die Treppen nicht gesehen. Die noch weiter nach oben gehen. Normalerweise sind da keine Treppen gewesen. Normalerweise kann man nur einmal eine Treppe hochgehen. Das haben die jetzt neu gemacht. Ja, egal. Egal, so ist es nun mal. Die Lösung hilft dann doch nicht unbedingt weiter. Bis zum nächsten Mal. Da machen wir uns auf Richtung Claire und versuchen irgendwie an die weiteren Medaillons zu kommen, um dann hier rauszukommen aus dem Polizeirevier. Ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, hier alles nochmal von damals neu zu durchforsten. Wir schauen mal, wie es weiterläuft. Macht gut, ich hoffe, es macht euch Spaß, mir zuzusehen. Dem schlechtesten Gamer der Welt. Ich schlage mich, glaube ich, ganz gut. Es gibt natürlich immer noch Leute, die sind besser als ich. Ich spiele natürlich auf leicht, weil ich einfach der Story wegen halt so schnell hier durchgehen möchte und alles miterleben möchte, ohne großartig jetzt hier 10.000 Mal zu sterben und neu zu versuchen. Das ist nun mal so, mir reicht es auf leicht. Ich möchte einfach nur die Story. Ich bin kein Die-Hard-Kämpfer. Ich bin ein langsam Hard-Kämpfer. Lassen wir das einfach sein. Okay, Leute, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht's weiter hier bei Resident Evil 2, den Remake 2019. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V und tschö mit Ö. Bis